Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Aaron. Es ist soweit, das Jahr 2020 neigt sich dem Ende zu und es geht um meine Bücherliste. Ich habe mir für das Jahr 2020 ja vorgenommen, dass ich mindestens 24 Bücher lese und ich muss erst mal gestehen, ich habe erst 22 Bücher gelesen, ich bin gerade beim 23. und von daher dachte ich mir, ich teile das Video diesmal einfach, ich mache quasi, Schnitt in der Mitte bei den ersten 12 Büchern, weil ich würde gern diesmal auch noch nicht nur auf die Bücher eingehen, sondern vielleicht auch das ein oder andere Hörbuch mal mit erwähnen und so Begleitbücher, würde ich mal sagen, ebenfalls noch mit ansprechen wollen. Und damit das Video nicht 30 Minuten geht, dachte ich, mach mal bei der Hälfte mal einen Schnitt. So, also, jetzt geht's um die ersten 12 Bücher, Hörbücher und so weiter diesen Jahres. Was ich empfehlen kann, ich werde das ein oder andere vielleicht ein paar Worte mehr zu verlieren, was mich dieses Jahr besonders berührt hat, würde ich vielleicht mal sagen. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Fangen wir an. Das erste Buch diesen Jahres war Hit Refresh von Satya Nadella. Das ist der neue CEO von Microsoft, wobei neu ist da vielleicht der falsche Begriff, der aktuelle CEO. Er ist im Jahr 2014 CEO von Microsoft geworden und wer sich grundsätzlich für Microsoft interessiert, sei es man als Aktionär oder vielleicht auch als Kunde von Microsoft, ist es durchaus spannend, so ein bisschen die Philosophie hinter der Neuausrichtung von Microsoft zu verstehen. Der Aktienkurs hat sich seit dem Amtsantritt von Satya Nadella kannte nur eine Richtung und zwar nach oben und Satya Nadella hat ja Microsoft so ein kleines bisschen neu ausgerichtet, könnte man vielleicht sagen, wobei da Steve Ballmer bereits angefangen hat, aber dafür nicht so unbedingt die Credits für bekommt. Allerdings mit ihm verkörpert man irgendwie die Neuausrichtung von Microsoft und es ist durchaus spannend, sich das durchzulesen, wenn man da ein gewisses Interesse hat, beziehungsweise wenn man Microsoft-Aktionär ist. Was aber für mich auch sehr spannend war, ist, Satya Nadella ist Inder, er ist in Indien geboren und aufgewachsen und ist erst im Master dann in die USA gegangen und dann auch relativ gleich bei Microsoft angefangen. Ich glaube, 1992 war das oder sowas. Aber wer so ein bisschen wissen will, wo es mit Microsoft noch hingeht, was so die Visionen von Satya Nadella für Microsoft sind, der sollte sich dieses Buch auf jeden Fall durchlesen. Wenn man an und für sich kein Interesse an Microsoft hat, dann kann man sich das auch gut schenken. Das zweite Buch in diesem Jahr war Markt oder Befehl von Roland Barther, 55 Streitschriften für die Freiheit. Und da muss ich ehrlich sagen, als ich das Buch aufgeschlagen habe und angefangen habe zu lesen, war das erstmal wie so ein Schlag vor den Kopf, weil das eine sehr derbe Sprache ist teilweise. Also das werden wirklich viele Worte verwendet, die ich jetzt so nicht in meinem Sprachgebrauch habe, die ich da nicht verwenden würde. Das sind 55 Streitschriften, das heißt, es sind 55 Artikel, die Roland Bader veröffentlicht hat in verschiedenen Zeitungen und das sind halt manchmal auch so, dass Roland Bader einen Artikel veröffentlicht hat, dann gab es dazu quasi eine Gegenschrift und er hat dann wieder darauf geantwortet und so weiter. Also es ist ist ein gutes Buch und gerade wer sich für die österreichische Schule interessiert, wer vielleicht die ein oder andere Literaturempfehlung aus dem letzten Jahr aufgegriffen hat oder wer jetzt zum Beispiel auch die Bücher von Markus Krall mal gelesen hat, das ist ein kleines bisschen was anderes, aber geht in diese Richtung und da geht es einfach mal nicht nur um Finanzen oder sowas, weil bei vielen, oft wenn man über die österreichische Schule liest oder was davon hört, dann geht es eigentlich ausschließlich um das Geldsystem und so weiter und das ist hier mal ein bisschen was anderes. Es geht hier wirklich um sehr, sehr viele Aspekte und man bekommt, finde ich, auch sehr viele Informationen mit, die ich womit ich sonst nie gerechnet hätte. Zum Beispiel, wie waren Sozialsysteme organisiert, bevor ein Staat das geregelt hat? Also wir kennen es ja nur so, oder ich kenne es nur so, dass ein Staat mehr oder weniger die Sozialsysteme organisiert, Arbeitslosenhilfe, Krankenversorge und so weiter. Und hier geht es auch mal sehr explizit darum, wie das denn ausgesehen hat, als das Ganze in privaten Händen war. Und wie, ist ein gutes Buch, wenn man sich gerade für die österreichische Schule interessiert, kann ich empfehlen. Dann zwei kleine Einschiebe oder ein kleiner Einschub. Ich habe erzählt, dass Satya Nadella in Indien geboren war und meine Freundin liest ebenfalls fleißig. Und wir tauschen uns dann immer sehr viel aus. Das heißt, wir schauen, dass wir immer den anderen so up-to-date halten und wirklich dem anderen quasi vorstellen, was für ein Buch wir aktuell lesen. Und wir sprechen dann auch immer über diese einzelnen Kapitel. Das hilft mir oder hilft uns, dass man einfach die Bücher besser im Hinterkopf hat oder dass man das irgendwie, wenn man da einmal drüber spricht, dann versteht man es erst so richtig, habe ich das Gefühl, beziehungsweise wenn man es jemand anderem erklären muss. Und meine Freundin hat zur Zeit, als ich Hit Refresh gelesen habe, hat meine Freundin die Biografie von Steve Jobs gelesen und wir haben sehr viel über die Biografie von Steve Jobs oder über Steve Jobs gelernt und das ist ja ein Buch, was, ich habe es dann in Teilen auch gelesen, manche Kapitel, das ist ja schon, manchmal, Steve Jobs war manchmal wie so ein Unfall,
du musstest weiterlesen, aber es war eigentlich schrecklich. Also das sind schon viele Dinge drin, die Steve Jobs nicht so das ganz gute Licht rücken, sag ich mal. Aber auch spannend, er hat natürlich auch die Berührungspunkte mit dem Buddhismus gehabt, warum heißt Apple Apple und solche Sachen. Da gab es viele Berührungspunkte wieder mit Indien. Und daraufhin hat meine Freundin und dann weitergelesen in dieser Richtung, was Indien betrifft, was den Buddhismus angeht, weil die irgendwie viele von diesen großen Visionären haben irgendwie was mit dem Buddhismus am Hut. Und deswegen haben wir dann, hat sie angefangen noch zu lesen, Buddhismus, Meditation und Achtsamkeit für Anfänger. Und wir haben uns dann zusammen noch angeguckt, Dankbarkeit von Oliver Sacks, und Dankbarkeit, Grundprinzip der Menschlichkeit. Das geht alles in so eine ähnliche Richtung, was den Buddhismus betrifft, wo wir sehr viel drüber gesprochen haben. Also ich würde sagen, wirklich die ersten ein, zwei Monate für uns dieses Jahr waren sehr unter dem Buddhismus, Meditation, Grundprinzipien, Dankbarkeit irgendwie zusammenzufassen. Dann ging es natürlich an der Börse, verrückte Situation, die Börsen sind gecrashed und das war die Zeit, wo ich zwei weitere Bücher gelesen habe und zwar einmal die Prinzipien des Erfolgs von Ray Dalio und Unangreifbar von Tony Robbins. Ich muss ehrlich sagen, dass mir diese beiden Bücher sehr geholfen haben in der Zeit. Das war für mich ja auch das erste Mal, dass es so richtig gescheppert hat an der Börse und da man natürlich viel vom Weltuntergang gelesen hat mal wieder und dass das Geldsystem jetzt den Bach runtergeht und so weiter und so fort. Und da war insbesondere das zweite Buch für mich wirklich sehr, sehr gut. Bei Ray Dalio kann man wahrscheinlich ein extra Video zu machen. Ich habe es ja auch in einem Video angesprochen, verlinke ich auch hier oben nochmal mit. Also das waren so zwei Bücher, die mich durchaus unterstützt haben in dieser Zeit, sag ich mal. Aber zumindest Unangreifbar von Tony Robbins hatte ich schon mal gelesen. Muss ich jetzt nicht gleich nochmal lesen, das weiß ich inzwischen alles. Aber wer mit Geld sonst relativ wenig am Hut hat und so vielleicht ist es eher ein Einsteigerbuch, würde ich mal sagen, von Tony Robbins, Unangreifbar. Dann geht's weiter mit Punkt Nummer 5, Max Weber, die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus. Das habe ich gelesen, weil mir das von einem Zuschauer empfohlen worden ist. Ich nehme mal das zweite Buch noch mit dazu, und zwar Psychologie der Massen von Gustav Le Bon. Das ist das Buch habe ich jetzt zweimal in diesem Jahr gelesen. Die beiden Bücher haben dann dazu geführt, dass ich ein Video gemacht habe, und zwar das Christentum, die Essenz der Freiheit. Und das ist, glaube ich, das Video gewesen, was mich in diesem Jahr die meisten Abonnenten gekostet hat, mit großem Abstand die meisten Abonnenten gekostet hat. Ich glaube, 250 Abonnenten haben deabonniert nach diesem Video. Das war aber auch wohl auch das Video, wo ich die meiste Mühe reingesteckt habe, wo ich mich am intensivsten darauf vorbereitet habe. Es ist verrückt, wie es manchmal ist. Aber nein, es geht letztendlich darum, dass im ersten Buch, dass der christliche Glaube eigentlich so ein bisschen die Grundbedingung der Freiheit ist. Und das ist natürlich eine gewagte These, gerade in Deutschland. Gerade wenn man an das zweite Buch denkt, Psychologie der Massen in Deutschland, ist, wenn man sowas von sich gibt, das ist halt Schwachsinn. Da kannst du halt dir, das ist halt esoterischer Quatsch. Das sieht aber in vielen anderen Teilen der Welt halt ein kleines bisschen anders aus. Und das ist eine Sache, die ich insbesondere bei Psychologie der Massen gelernt habe, er wird halt da verwendet, das Buch ist halt 100 Jahre alt, die Rassenseele ist halt, oder die Volksseele, ich weiß gar nicht, wie man sagen kann, ist halt ganz unterschiedlich zwischen Deutschland, Frankreich, Großbritannien, vielleicht den asiatischen Ländern und den USA. Und Deutschland ist halt ein sehr, 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 sehr spezieller Fall mit hohen Tendenzen zum Sozialismus. Und das ist spannend, weil das vor 100 Jahren schon so festgehalten worden ist. Und ja, wenn man aktuell mit offenen Augen durch die Welt geht, ist verrückt, wie sich manche Dinge halt in 100 Jahren nicht ändern. Nein, Psychologie der Massen ist auch ein Buch, das kann ich jedem empfehlen. Das lese ich jetzt zweimal dieses Jahr gelesen, wirklich um zu verstehen eigentlich, was auf dieser Welt passiert. Ist das so ein unfassbar gutes Buch? Ich habe jetzt ein Video von Sarah Wagenknecht geguckt und ich dachte mir, das gibt's doch gar nicht. Was die Frau da von sich gibt, die muss doch wissen, dass sie Quatsch erzählt. Die ist doch intelligent. Die muss doch wissen, was für ein Quark die von sich gibt. Naja, wenn man jetzt an Psychologie der Massen denkt, die weiß sicherlich, dass da viele Sachen Quark sind. Aber die weiß auch, wie man, ich sag mal, Massen mobilisiert und was die Leute anspricht. Man muss sich bei ihr auf YouTube mal die Kommentare durchlesen. Die weiß genau, mit was für Bildern sie sprechen muss und so weiter. Die macht das richtig, richtig klug. Also, es ist eine sehr
sehr intelligente Frau und hat wahrscheinlich das Buch Psychologie der Massen gelesen oder das vielleicht, keine Ahnung. Gibt viele sozialistische Führer, die da sehr gut gehandelt haben. Also gut gehandelt, wissen, wie man Massen manipuliert. Da geht es dann nämlich auch schon weiter. Als ich dann angefangen habe, einmal solche Bücher zu lesen, dann kam es, dass ich das Buch wohl das Buch des gegen den Sozialismus gelesen habe, und zwar 1984 von Orwell. Das ist ja jetzt wieder in aller Munde gewesen. Ja, was ist das für ein Buch? Es geht um die Beschreibung eines totalitären Staats, eines Überwachungsstaates. Und ich glaube, also ich habe es eigentlich das erste Mal von den Büchern gehört, irgendwie, als es um Snowden ging, so Überwachungsstaat und so weiter, und als es hier um Prisma ging und wie halt quasi die CIA alles überwacht und so weiter. Naja, aber darum geht es in dem Buch ja eigentlich nicht. Das Buch ist geschrieben worden, ich glaube, 46, und er hat es halt geschrieben, 48 sollte es eigentlich rauskommen. Und das war seine Vision für das Jahr 1984. Und deswegen heißt das Buch halt auch 1984. Und es ist halt die Kritik am Sozialismus. Und ja, er hat das halt insbesondere auf England bezogen, weil er ist halt, ich glaube, er ist Brite. Und er hat das halt auf England stark bezogen. Das heißt, der Staat, der dort entstanden ist, der ist halt geführt worden von der, ich weiß gar nicht, Sozialistischen Partei Englands oder sowas hieß die. Ich habe es mir rausgeschrieben. Ja, die Sozialistische Partei Englands. Und ja, das ist halt erst nicht veröffentlicht worden. Und das ist dann auch spannend. Ich habe dann später die Biografie von Churchill mir angehört. Und da geht es in einem Kapitel quasi fast nur um das Buch, weil die englische Aristokratie, die englische Akademiker damals sehr starken Fable für den Sozialismus hatten. Also Hitler war eigentlich recht hoch angesehen. Man fand das mit den Juden nicht so toll, klar, aber eigentlich diese ganze, ja, wie Hitler ansonsten alles organisiert hat, das ist ja quasi der pure Sozialismus gewesen. Das fand man, da hat man sehr viele Anhänger gehabt in der englischen, unter den englischen Akademikern, und das hat er halt kritisiert, und das Buch ist dann auch erstmal nicht so schnell veröffentlicht worden. Das ist quasi genauso wie das zweite Buch von Orwell, das ist dann lange nicht veröffentlicht worden, weil man halt, Kritik am Sozialismus, und man wollte ja eigentlich sich mit den Sowjets auch gut stellen. Das war ja damals noch nicht so 100% klar, dass das Richtung Kalten Krieg alles gehen wird und so weiter. Da ging es ja noch um andere Aspekte. Man hatte ja die Hoffnung, da eher mit den Sowjets zusammen irgendwie arbeiten zu können und so weiter. Und deswegen ist das Buch lange nicht erschienen. Aber letztendlich ist es dann erschienen, und wenn man sich es heute durchliest, es ist echt gruselig. Und es ist auch, ich habe mal gelesen, in der DDR war der Besitz oder der Verleih, der Verkauf von diesem Buch, da stand Zuchthaus drauf. Also dieses Buch, weil das halt den Sozialismus in ein schlechtes Licht rücken würde. Aber wenn man sich es heute durchliest, und da sind viele so Aspekte dabei, was halt den Sozialismus charakterisiert, und ja, es wird einem teilweise schlecht, wenn man das aus heutiger Perspektive liest. Und dann habe ich auch gleich danach als achtes Buch das Buch gelesen, Farm der Tiere, ist ebenfalls von Orwell. Das ist halt so ein bisschen in einfacher Sprache. Tiere auf dem Bauernhof vertreiben den Bauer und so weiter und führen halt Anarchie ein und wollen halt alle sind gleich und so weiter, die Tiere auf dem Bauernhof. Und ja, wie es halt so in den Sozialismus reinrutscht, so ein kleines bisschen, könnte man vielleicht sagen, aus gutem, aus edlen Motiven vielleicht sogar heraus, das Ganze so in den Sozialismus abrutscht, und wie dann halt so der Ablauf ist, ist dann das zweite Buch. Aber die kann ich auf jeden Fall beide empfehlen. Es sind bombastische Bücher gewesen. Also Psychologie der Massen 1984 und Farm der Tiere, super Bücher. Dann habe ich ein Buch gelesen, ich sage alle Bücher, die ich ansage, sage ich auf Deutsch. Ich habe sie teilweise in Englisch gelesen, jetzt zum Beispiel das. 7 Strategien für Wohlstand und Glück von Jim Rohn. Ja, Jim Rohn war für mich immer früher so ein bisschen eine große Ikone, und ich höre mir oft heute gerne mal noch so auf YouTube so einzelne Vorträge von ihm an. Ich habe immer im Hinterkopf, bevor ich selber gekündigt habe, ist jetzt auch schon 3 Jahre her, ist verrückt, dass es damals hieß, mit einem Lohn kannst du ein gutes Leben haben. Ein Lohn finanziert dir dein Leben, aber Gewinne können dich wirklich reich machen. Und in dem Buch erklärt er eigentlich so die verschiedenen Strategien für Wohlstand und wie man damit auch irgendwie, es steht nicht direkt in Verbindung, wobei doch eigentlich, wenn ich ehrlich bin, setzt er die schon in Verbindung, aber es ist halt amerikanisch, und da ist halt, in Deutschland hat Wohlstand nichts mit Glück zu tun, aber in den USA ist halt die Mentalität dahingehend ein kleines bisschen was anderes. Und da möchte ich noch anschließen, da habe ich zu der Zeit ein Hörbuch gehört, was mich sehr fasziniert hat. Und zwar hieß das Hörbuch Die 1%-Methode, minimale Veränderung, maximale Wirkung von James Clear, nehme ich an. Und zwar
das ist wirklich, wie halt kleine Sachen, die wir im Alltag ändern können, einen riesengroßen Einfluss auf uns haben können. Und er hat eine Sache gesagt, die ist mir noch sehr lebhaft in Erinnerung und die habe ich für mich auch so übernommen. Und zwar, er hat gesagt, dass viele Menschen versuchen quasi, sich Ziele zu setzen und dann ist es eigentlich schwer, die durchzuhalten. Oder oft hat man auch mal keinen Bock, die eigentlich durchzuziehen. Zum Beispiel, ich lese 24 Bücher im Jahr 2020. Es wäre viel einfacher, wenn man sich nicht zwingt, quasi eine Routine zu entwickeln, sondern wenn man sich überlegt, was für ein Mensch will ich sein. Und wenn für deine Ziele relevant ist, dass du liest, dann sag dir einfach, was für ein Mensch willst du sein. Du willst ein Mensch sein, der liest. Du willst ein Mensch sein, der laufen geht, der joggt und so weiter. Und es ist viel einfacher, sich dann quasi... Es ist für dich eine vollkommen Normalität, weil du bist halt so ein Mensch, der liest. Und ja, so ein bisschen so eine andere Herangehensweise, sag ich mal. Und da natürlich das Buch, was dieses Jahr auch mich wirklich fasziniert hat, und zwar die Biografie von Elon Musk. Auch aufgewachsen in Südafrika, dann über Kanada in die USA gekommen, geht viel um seine, ja, so noch was für Grundsätzen er erzogen worden ist, der erste Teil im Buch. Es geht so ein kleines bisschen um seine Eltern, wobei über seinen Vater so ein bisschen Stillschweigen vereinbart worden ist. Da spricht auch niemand drüber so richtig. Aber ja, wie Elon Musk halt so der Person geworden ist, die er heute ist, wie viel er gelesen hat, was er gelesen hat und so weiter. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, war er ein großer Herr der Ringe Fan beispielsweise. Aber dann geht es halt über PayPal, Tesla, SpaceX und so weiter. Das ist ja heute in aller Munde, aber die Anfänge davon sind schon sehr, sehr spannend zu lesen. Und heute ist natürlich, Elon Musk ist der zweitreichste Mensch der Erde. Als ich das Buch gelesen habe, stand er, glaube ich, keine Ahnung, noch sehr, sehr, sehr viel weiter unten. Da gab es noch nicht den Höhenflug von Tesla wie den es aktuell gibt. Aber da ging es zum Beispiel darum, dass Tesla eigentlich ja pleite war und die Dokumente schon ausgearbeitet waren. Und Elon Musk mit Larry Page, einem der Gründer von Google, da saß und eigentlich Tesla an Google verkauft werden sollte. Und dann im letzten Moment ist es doch noch gut gegangen. Das fand ich auch ein unfassbar gutes Buch. Jetzt noch ein Buch, was mich ebenfalls unfassbar fasziniert hat dieses Jahr, weil ich da so viel zu gelesen habe. Sachen, die mich wirklich, die man irgendwie schon mal gehört hat, aber wo man nie mal so richtige Fakten wusste. Und zwar geht's, es tut mir leid, schon wieder um den Sozialismus. Es ist, das Buch heißt Der Todestrieb in der Gesellschaft. Das Buch ist von Igor Shararevich, wie auch immer, im Russe, ist führender sowjetischer Mathematiker gewesen, so einer der führendsten Persönlichkeiten in Sowjet-Russland im Bereich Mathematik, ist ausgezeichnet worden, damals mit allem, was quasi möglich war. Lenin-Preis, ist Mitglied der Leopoldina gewesen, der National Academy of Science, und hat gefühlt alles gewonnen, was man irgendwie gewinnen konnte. Und der hat sich quasi mit den Wurzeln des Sozialismus beschäftigt, weil in Sowjet-Russland gab es natürlich immer, durch Lenin und Stalin und so weiter, gibt es ja diese ganzen Geschichten und zurückgehend quasi auf Marx, und der hat sich quasi damit beschäftigt und mal das auch relativ nüchtern rausgeschrieben, ob das alles so stimmt, sag ich mal. Und dadurch hat er natürlich mit enormem Gegenwind zu kämpfen in Sowjetrussland, aber das war halt für die Russen oder für die Sowjets damals so ein bisschen zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite hatte man jemanden, der quasi ein Aushängeschild war, der naturwissenschaftlich, der mathematisch einfach ein Genie war, der wirklich der absolute Durchstarter war. Auf der anderen Seite war der so ein riesengroßer Kritiker dieses Systems und hat einen Pamphlet nach dem anderen veröffentlicht, ein Paper veröffentlicht nach dem anderen, wo er dieses System die ganze Zeit kritisiert hat. Das war für die Sowjets wohl ein sehr zweischneidiges Schwert. Auf jeden Fall dieses Buch. Also wenn man sich dafür interessiert und wirklich mal Grundlagen haben will, um mit jemandem darüber zu diskutieren, dann ist das ein unfassbar gutes Buch. Also so mal ein paar Punkte. Man hört ja regelmäßig so in den Theorien von Marx und so weiter, dass der Sozialismus, der Kommunismus ist die zwingende Folge des ungehinderten Kapitalismus, den wir dann durch die Industrialisierung erlebt haben, die ungehinderte Ausbeutung des Menschen, und dass deswegen quasi der Sozialismus daraus entsteht. Das ist halt Quark hoch 100, weil diese Theorien gibt es seit Tausenden von Jahren. Das hat überhaupt nichts mit Marx zu tun. Also Marx ist eigentlich nur jemand, der ein bisschen was aufgewärmt hat. Und nein, Marx hat auch viele Dinge durchaus sehr, das ist auch im Buch erwähnt, Marx hat auch viele Dinge sehr positiv herausgearbeitet. So ist es nicht. Aber diese Aussage, dass der Sozialismus zwingend auf den Kapitalismus folgt, das ist an den Haaren herbeigezogener Mumpitz, weil diese Theorien gibt es einfach schon seit Ewigkeiten, und sie sind halt quasi immer, das Ergebnis war immer das Gleiche. Was allerdings sich feststellen lässt, ist, dass es eigentlich immer in Zeiten von größeren Umbrüchen greift dieser Sozialismus, ist der in den
sind die Leute dafür empfänglich. Und es zeichnet sich zum Beispiel in der Zeit der, wie heißt das, Martin Luther, der Zeit der Reformation zum Beispiel, gab es ebenfalls ja viele Bewegungen dann vor dem 30-jährigen Krieg, Bauernkriege und so weiter. Da geht es um Thomas Mann zum Beispiel lange, dass quasi die Sozialisten damals in Deutschland versucht haben, so ein bisschen die Aufschwungsbewegungen hinter Martin Luther zu missbrauchen dafür und so weiter. Also das ist, gibt's schon seit immer und jeher die sozialistischen Ideen und eigentlich immer in Zeiten von größeren Umbrüchen, wenn die Menschen ja, ich sag mal, Unsicherheiten haben, wie es dann zum Beispiel auch Industrialisierung und so weiter gewesen ist. Und ich glaube auch, wie es in gewissen Teilen heute ist, dass wir heute durchaus ähnliche Umbruchsbewegungen haben, dass viele Dinge, die einfach die letzten Jahrzehnte, vielleicht sogar Jahrhunderte gegolten haben, jetzt irgendwie aufgebrochen werden durch Automatisierung, durch Digitalisierung, durch Robotertechnik und so weiter. Daher ist es nicht ungewöhnlich, dass die Menschen heute wieder diesen Theorien etwas stärker verfallen. Und ja, diese Theorien sind auch, er arbeitet es relativ ausführlich hinaus, dass man eigentlich resistent ist gegen Argumente, weil man es an und für sich nicht als eine klassische, ja, als eine klassische Diskussion grundsätzlich, ja, ich weiß gar nicht, wie man das, es ist kein Austausch von Argumenten, sondern es hat eher was von einer Religion. Aber über all diese Jahrtausende, wo es den Sozialismus gab, also wir reden da auch über das alte Griechenland zum Beispiel, da im alten antiken Griechenland oder ich glaube bei den Mayas war es auch mehr oder weniger sozialistische Gesellschaft, muss man sagen, mit den abstrusesten Foltermethoden, die man sich überhaupt vorstellen kann. Ja, aber also eine Sache, oder es gibt vier Merkmale, die quasi jede sozialistische Gesellschaft prägen. Und das ist einmal die Aufhebung des Privateigentums, das ist sicherlich jedem klar. Dann Aufhebung der Familie. Das ist auch ganz typisch, man denkt an die DDR, an Wochenkrippen und so weiter. Also das eigentlich sind die Theorien im Sozialismus sogar so weit, dass die Kinder direkt den Eltern weggenommen werden müssen. Und wenn viele Leute zusammenleben, wenn zum Beispiel viele Männer und Frauen zusammenleben und jeder mit jedem und so weiter, man weiß überhaupt nicht, von wem die Kinder sind und dann werden sie den Eltern auch weggenommen und die Kinder haben auch keine richtigen Eltern, sondern sie werden von vielen Leuten aufgezogen. Da gibt es natürlich, da gibt es keinen Vorteil mehr, weil du das Kind von irgendjemandem bist oder sowas oder du bist besonders gepflegt worden, hast eine besondere Bildung genossen, weil du halt das Kind von XYZ bist oder sowas, halt von irgendeinem Akademiker oder irgend sowas. Also Aufhebung der Familie, Aufhebung jeglicher Religionen und die Gleichheit, Aufhebung sämtlicher gesellschaftlicher Hierarchien. Also insbesondere der Bereich der Familie ist da sehr stark in den Fokus gestellt wurden, dass es quasi wirklich darum geht, dass es eine absolute Gleichheit geben muss. Also wenn die Kinder von Anfang an weggenommen werden sind, du weißt nicht, wer deine Eltern sind und du wirst von vielen Leuten aufgezogen, dann dass quasi die absolute Gleichheit erzielt wird, ist so ein bisschen der Hintergrund. Und das ist, ja, das sind so die vier Merkmale, die es da gibt und die sich überall durchziehen. Und da kann man auch, wenn man dann an Orwell denkt und an viele Situationen, wie sich manche Gesetze in manchen Ländern der Welt verändern, da muss man schon schwer schlucken. Ich möchte auch hier gleich nochmal darstellen, ich habe das in dem einen oder anderen Video sicherlich ziemlich überspitzt dargestellt, also Deutschland ist weit weg vom Sozialismus, auch wenn das gerne von vielen thematisiert wird und so weiter. Also Deutschland ist weder eine Diktatur noch ist es kurz vorm Kippen des Sozialismus. Es gibt sicherlich viele Aspekte, zum Beispiel wenn man an die Geldpolitik denkt und solche Sachen, das ist de facto, das sind die klassischen Bereiche des Sozialismus, sag ich mal, sind in Deutschland nicht so in Kraft, wie das in den sozialistischen Gesellschaften der Vergangenheit war. So, und jetzt noch ein abschließender Satz dazu. Ihr merkt, das ist ultra schwer zu lesen. Ich habe da sehr lange auch mit meiner Freundin drüber gelesen, aber es ist ein unfassbar gutes Buch, wenn man sich wirklich mal mit dem Sozialismus beschäftigen möchte und wenn man das nicht mal nur aus so einer einseitigen Sicht sehen will, sondern wirklich verstehen will, warum Menschen auch dem anhängen. Warum gibt es in Deutschland so unfassbar oder warum sind die Tendenzen, dass Deutschland immer wieder in den Sozialismus verfällt? Warum sind die besonders in Deutschland so hoch? Zum Beispiel gibt es sehr viele spannende Aspekte und abschließend zu diesem Buch eine Aussage von Marx,
die für heute relativ spannend ist, fand ich, als ich das dann gelesen habe. Und zwar, Marx hat damals erkannt, dass die Arbeiterklasse eigentlich dem kapitalistischen System bereits verfallen ist. Sie profitieren sogar von diesem kapitalistischen System und deswegen werden das nicht mehr die Heilsbringer sein, die sozialistische Revolution in Gang setzen. Ganz im Gegenteil, man muss Minderheiten dafür finden. Und ich zitiere, die Hoffnungen werden von den Völkern der Entwicklungsländern, den unzufriedenen nationalen Minderheiten, zum Beispiel den Negern in den USA und den Studenten auferlegt. Also das ist dann aus der heutigen Perspektive was ganz, ganz anderes. Als ich das gelesen habe, dachte ich, okay, ja, der klassische Arbeiter ist heute wahrscheinlich, wählt nicht mehr die ganz, ganz Linken, sag ich mal, sondern wählt dann grundsätzlich traditionell sogar eher jetzt die SPD, auch wenn das vielleicht gerade nicht so ganz einfache Zeiten für die SPD sind. Aber wer dann eher zum ganz linken Flügel tendiert, sind eher nationale Minderheiten und insbesondere Studenten, die Marx da auserkoren hatte. Und das letzte Buch, jetzt habe ich doch, zum Glück rede ich erst über die Hälfte der Bücher, ja. Und das letzte Buch ist Miracle Morning gewesen, die Stunde, die alles verändert, eine Morgenroutine einführen. Da habe ich ein umfangreiches Video zu gemacht, was ich auch wirklich empfehlen kann, dieses Buch zu lesen, ist wirklich ein tolles Buch, kann ich jedem ans Herz legen, das Buch zu lesen. So, das waren die ersten 12 Bücher. Ich hätte noch einige Hörbücher dabei und so weiter, aber ich packe dann alles in den zweiten Teil. Wir sind jetzt schon bei 25 Minuten angekommen. Es sind so viele spannende Bücher gewesen, über die ich so gerne noch so viel mehr sprechen würde. Das ist wirklich eine verrückte Sache. Aber gut, wie dem auch sei, das soll es gewesen sein. Kommt bald Teil 2. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin.